Hallo Leute und willkommen bei den Tabletop-Rebellen. Heute machen wir mal eine kleine Talkrunde mit mir, Ito und als Special Guest den Mirko Bader, dem Hexenmeister himself. Wir wollen mal ein bisschen so über Rollenspiel reden und über die ganze Szene momentan, über die Situation, wie sich das Ganze verhält und so weiter. Und denken, das könnte euch ein bisschen interessieren. Jo. Sag du mal was, Ito. Okay. Mirko, wie würdest du denn sagen, hat sich so im letzten, ich sag mal, im letzten komplizierten Jahr die Szene so verändert, spielerisch oder auch eventuell aus der Sicht von jemandem, der ja wirklich hinter dem Vorhang arbeitet? Was hast du so für Eindrücke? Was kannst du uns so aus dem Nähkästchen berichten? Genau. Ja, man sollte vielleicht vorausschicken, dass ich bei Ulysses tätig bin als Redakteur. Das erklärt, warum ich auch die Szene aus einem anderen Blickwinkel beobachten und bewerten kann. Bin da jetzt auch seit 5 Jahren mittlerweile. Hab da diverse Systeme betreut, hab selbst Hexen rausgebracht, deswegen auch Hexenmeister. Na, Spitzname. Ja, da tut sich natürlich einiges. Beziehungsweise es hat sich einiges getan, bis Corona kam. Und jetzt momentan haben wir natürlich die Situation, dass wir aufgrund von Corona jetzt schon seit über einem Jahr, ja, anderthalb Jahren sogar, keine Cons mehr haben. Also keine Treff-Cons, wo man sich gegenseitig treffen kann, wo man körperlich anwesend sein kann. Vieles in der Szene hat sich natürlich jetzt auch ins Internet verlagert. Viele Leute spielen über Discord beispielsweise. Ja. Oder Skype oder andere, oder Teams oder andere soziale Medien. Viele sind zu den Virtual Tabletops gegangen. Na, wir von Ulysses setzen ja auch momentan ganz, 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 ganz stark auf Virtual Tabletops. Bedienen das momentan so im Wochenrhythmus, also gerade für DSA erscheinen momentan wirklich, wirklich viele, viele Produkte für Foundry und ich meine auch Roll20. Ja. Und welche Auswirkungen das Ganze natürlich langfristig auf die Szene haben wird, das wissen wir natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es sicherlich auch nach Corona, toi toi toi, dass es irgendwann auch mal aufhört, dass es nach Corona dann auch weiterhin Spieler gibt, die sich online treffen. Das ist gerade natürlich für die Spieler interessant, die eben keine feste Runde haben. Vielleicht mal eine feste Runde hatten, dann aber weggezogen sind und jetzt sind dann hunderte von Kilometern zwischen den Leuten. Das soll es ja auch geben. Die werden auch weiterhin dann spielen können und ja, die Virtual Tabletops, die unterstützen das ja schon sehr stark. Ich bin da kein Fachmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass auch für Hexen momentan was in der Mache ist, was dann auch hoffentlich demnächst mal irgendwann mal rauskommt. Ja, auch Hexen wird dann haben wir aber auch schon angekündigt, als Virtual Tabletop erscheinen. Aber auch andere Spielsysteme, Torq beispielsweise, wird auch dran gearbeitet. Mhm. Ja, DSA natürlich deswegen, weil es unser stärkstes Schlachtschiff ist. Ne? Das ist klar, das ist am meisten Leute in Deutschland spielen DSA. Ja. Also von den deutschen Spielsystemen natürlich. Ja, das ist momentan die Situation. Also es ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Ne, es kann sich wieder so entwickeln, dass es boomt. Also ich hatte schon den Eindruck vor Corona, dass Rollenspiele schon so ein bisschen am Boomen sind. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch wegen Streams, wie heißen die, Critical Role beispielsweise, ja. Die ja wirklich Hunderttausende und Millionen von Zuschauern da erreichen. Das hat ja unserer Branche auch, denke ich mal, nachhaltig gut getan. Ich habe natürlich keine Zahlen dazu, kann nicht sagen, wie viel das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, kann auch nicht sagen, wie viel das Auswirkungen hat, jetzt runtergebrochen auf Sachen, die eben nicht D&D sind, weil ich spiele ja meines Wissens vor allem D&D. Das hat sich also jetzt ein bisschen geändert.
Man muss sehen. Wir müssen hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser wird, dass wir auch wieder Cons haben. Denn tatsächlich fehlt uns Autoren, Redakteuren, aber alle, die irgendwo daran beteiligt sind, auch so ein bisschen der Kontakt zur Community. Und den hat man natürlich dann auch über Discord oder wenn wir einen Stream machen, dann gibt es immer eine Fragerunde am Ende. Aber das ist was ganz anderes, als wenn ich mich irgendwo hinstelle auf einen Con und dann eine halbe Stunde mit irgendjemandem über irgendein Thema quassele, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass das gibt. Yes. Ja, also das ist momentan die Situation. Leider alles ein bisschen schwammig. Ist ja auch wesentlich komplizierter gemacht, alles durch die aktuelle Situation im Prinzip. Wie man an den Kontakt mit den ganzen Leuten kommt und sowas, ist ja alles. Wir spielen ja auch viel über Internet, aber es ist halt. Man redet halt anders miteinander. Oft. Auch wenn man jetzt, ich sag mal, Leute hat, die im Stream beitreten oder so. Mit denen redet man ja anders über Internet, als wenn man jetzt persönlich tatsächlich vor denen stehen würde und irgendwie in der Atmosphäre von einer großen Messe oder sowas. Ja, du kriegst halt viele Sachen auch nicht mit, also auch gerade Gestik oder sowas. Also gut, auch wenn du auch überträgst, dann ist es meistens noch so eine halbe Sekunde verzögert. Ja. Und dann deutest du Bewegungen falsch und das ist halt, es ist nicht unbedingt mein Ding, aber ich gebe zu, dass es besser ist als nichts. Also besser als nicht spielen. Und man, es hat einen Vorteil, das muss ich wirklich sagen, du kannst random irgendwelche Gruppen finden. Also wenn du keine Spieler hast, es gibt verschiedene Anbieter, wo man dann einfach einsteigt und spielt drauf los. Und man trifft dann auch Leute, mit denen man gut kann. Wenn man mit Leuten nicht so gut kann, ja gut, dann lässt man es halt beim nächsten Mal, aber das macht man beim normalen Rollenspiel ja auch. Ja, Sag du. Nee, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay. Dann sage ich mal, und zwar, ich finde auch, dass die ganze Situation, ich sag mal, sie hat noch einen gewissen Vorteil gehabt, jetzt mit dem ganzen Online-Kram und so weiter. Das war ja vorher gar nicht so krass vertreten. Ich meine, ich bin froh, wenn es wieder in normale Bahnen läuft, man sich wieder treffen kann und so weiter. Aber ich denke, dass dieser Online-Zweig viel stärker weiterhin bestehen bleiben wird, weil die Leute es sich für sich entdeckt haben. Man merkt ja auch, dass viel mehr Rollenspiel gespielt wird, was man so in der Community hört, weil vorher man abends nach Hause gekommen ist und ja, jetzt noch irgendwo hinfahren, sich mit anderen treffen. Och nee, das lohnt sich nicht, aber mal ein paar Stunden vor dem Computer sitzen, einfach daheim in der Box, das interessiert keinen und das wird dann ausgenutzt. Und das ist halt schon nicht verkehrt. Dass es natürlich für den Markt schlecht ist, das kann ich mir auch vorstellen. Also gerade die Interaktion mit den Leuten, wie du ja schon gesagt hast, die leidet. Ich finde auch, dass die Cons viel Flair ausgemacht haben. Also du hast dich jedes Jahr auf dieses Con gefreut. Es hat dir Inspiration gegeben, auch als Spieler. Lust gemacht auf neue Sachen. Du hast ganz anders über neue Sachen erfahren. Ich meine, man hört zwar online über Streams, ja, es gibt irgendwas, aber wenn man irgendwo hinläuft, man kriegt es in die Hand gedrückt, jemand strahlt und sagt, das ist das Geilste von der Welt, komm, wir spielen zusammen, ist es eine ganz andere Geschichte. Du wirst viel mehr. Wir drei haben ja auch einen riesen Vorteil, wir wohnen ja alle in der Nähe von Limburg und fand ja nun, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Radcon statt. Mit immer wachsender Beteiligung und immer größerem Erfolg. Es hat sich also wirklich sehr, sehr schön gemausert dort. Und jetzt eben schon seit 2 Jahren eben nicht mehr. Und das ist natürlich, also, das ist dann schon eine Durchstrecke, die man da hat. Ja. Es fehlt auch so ein bisschen dieses, man ist immer so eingefahren in den Sachen, die man so macht, die man spielt und so weiter. Und es fehlt auch dieses, mal mit anderen Leuten darüber reden, mal was Neues ausprobieren, wo man vielleicht noch nie drüber nachgedacht hat vorher, weil man halt einfach den Kontakt dazu nicht kriegt momentan. Ja, ich stehe ja bei den Cons meistens und auch sehr gerne am Stand mit der B-Ware.
Das ist nicht deswegen, weil ich mich wirklich so super toll mit allen Systemen auskennen würde. Ich kenne viele, wirklich viele, viele Systeme, aber auch nicht alle. Das ist einfach deswegen, weil ich so unglaublich gerne da stehe, weil ich mal mit Leuten dann ins Gespräch kommen kann. Also erstens mal kannst du mit Leuten über den Preis eines Buchs feilschen, den man dann natürlich anbietet. Das ist ja alles B-Ware. Wie gesagt, das kann man ja verramschen oder da kann man auch ein ganz gutes Schnäppchen machen. Wobei, wenn sie wirklich gut erhalten sind, dann gehen wir nicht so weit runter, das sage ich gleich. Also da muss man bei mir schon vorbeikommen. Habt schon Also ein paar gute B-Ware-Schnäppchen gemacht bei euch. es gibt aber auch wirklich, ja, es gibt so eine Handvoll Leute, wenn ich die schon sehe, weiß ich, ach du Schande, komm, gibst du ganz, ganz, gerade zum niedrigsten Preis raus. Die sind unbarmherzig, unbarmherzige Händler sind das. Also die schaffen, also jede Handelsprobe oder jede Veilchenprobe schaffen die auf ihrem imaginären Würfelsystem mit einem Crit. Na, die sind wirklich fantastisch gut. Kennt man aber mittlerweile schon alle, weiß schon Bescheid. Aber es macht halt Spaß, dann auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man verhandelt dann ja nicht nur über ein Buch, man redet ja über alles Mögliche. Ja. Ja, das ist alles, was wir eben an Produkten haben. Ja, man kann auch mal Internas ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also natürlich dürfen wir keine geschäftlichen Internas preisgeben, aber wir können durchaus mal plaudern, wie das ist, warum das Buch zustande kam. Wie das zustande kam, welche Schwierigkeiten wir haben. Wir haben auch öfters mal Schwierigkeiten zu kämpfen, das muss man ja auch sagen. Ja, das ist mal ganz interessant. Das macht das Ganze auch lebendiger, weil auch gerade bei uns ist ja so, dass eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, jedes Buch hat ja so seine eigene Entwicklungsgeschichte. Ich sag jetzt mal Buch, das sind auch Spiele, also Spielboxen beispielsweise, aber in der Regel verkaufen wir ja Rollenspielbücher. Und die kommen auch auf ganz verschiedene Art und Weise zusammen. Und das ist, ich finde das, habe das immer sehr, sehr genossen. Das stimmt. Also, das ist so Gespräche fehlen einem ein bisschen. Auch dieses, Ja. viele Leute haben ja also die kaufen die Bücher, aber die wissen nichts über die Entstehung. Die wissen den Weg dahin. Darüber machen sich viele halt einfach gar keine Gedanken. Und wenn man da Ja. ein bisschen, Ja. man macht die Leute, man sensibilisiert die ein bisschen für gewisse Dinge, habe ich Ja, das Gefühl. du weißt es ganz anders zu schätzen. Wenn du so nur Bücher kaufst oder in einem Laden siehst, dann weißt du, oh, okay, das Buch kostet 60 Euro. Uff, oh, Aber wenn du mit den Leuten redest, weißt, hier, der hat dran gearbeitet, das wurde da reingesteckt, wir haben die, das und das gemacht. Das ist eine ganz andere Geschichte dann. Du weißt, wo das Geld hinkommt und dass es das auch wert ist, was dahinter steckt. Ja, wobei Rollenspielbücher sind ja per se eigentlich alle zu billig. Das Das muss man ja außerdem. einfach mal sagen, wenn du mal guckst, also wenn du mal guckst, auch gerade bei unseren Eigenproduktionen, das sind ja alles Autoren, die das beisteuern, die bezahlt werden wollen. Die Illustratoren wollen bezahlt werden. Der Redakteur, also ich, möchte auch gern bezahlt werden. Also ab und zu mal. Nein, ich wurde jetzt immer gut bezahlt. Lektoren, Korrektoren, Layout. Und dann natürlich die Produktionskosten selbst für das Papier. Bei Hexen zum Beispiel haben wir Hochglanzpapier. Das ist auch nicht ganz billig. Bei Hexen haben wir beispielsweise auch immer einen Kunstledereinband. Standardmäßig. Na, das ist auch nicht ganz billig. Macht es natürlich ein bisschen wertiger. Das ist jetzt natürlich nur ein Be Beispiel Hexen, aber bei anderen Büchern sieht es auch nicht viel anders aus. Also wenn man das alles mal zusammenaddiert und dann guckt, dann merkt man plötzlich und dann natürlich auch sieht, naja gut, das ist Rollenspiel ist eine Sparte innerhalb der Sparte. Also das ist innerhalb der Sparte Spiel ist Rollenspiel nochmal eine Untersparte. Und du erreichst ja auch nicht wirklich so viele Leute damit. Auch die Auflagen von unseren Büchern, die sind auch nicht wirklich so hoch, dass man dann jetzt in den Bestsellerlisten landen könnte. Ja, also Nicht deswegen, das ist, machbar. wenn das jetzt in Massen verkauft werden würde, dann könnte man den Preis wahrscheinlich, also über die Menge, irgendwie niedriger machen und sowas. Aber das ist bei Rollenspiel halt einfach Geht ja nicht, weil schwierig. wir haben ja die Buchpreisbindung. Ja, Wir ja. dürften ja sowieso die Preise nicht niedriger machen, außer es ist B-Ware Ja. oder sie fällt aus dem Markt raus. Das kommt ja auch schon mal vor, dass ein Buch einfach schon so alt ist, dass man sagt, nee, das wollen wir jetzt abverkaufen, nehmen es aus dem Markt zurück. Und wenn es aus dem Markt zurück wird, dann kann man es als B-Ware verkaufen. Aber das ist ja nicht nur bei uns im Rollenspielbereich so, sondern überhaupt im Buchhandel so. Aber wir dürfen an dem Preis, den wir einmal festgesetzt haben, nicht mehr drehen nachträglich.
Ausnahme sind so ein bisschen wohl die Crowdfundings. Mhm. Du bekommst es ja erst in einem halben Jahr zugeschickt. Und theoretisch kann auch der Verlag sagen, nee, das Crowdfunding wurde nicht gefundet. Ihr kriegt euer Geld zurück. Ja. Rein theoretisch. Aber auch da ist es in der Regel so, dass die Bücher ungefähr das dann auch kosten, was sie nachher im Handel kosten. Ja. Aber beim Crowdfunding hast du den Vorteil trotzdem, dass du meistens, wenn du Pakete kaufst, immer noch einen Bonus machst. Also unterm Strich hast du immer weniger ausgegeben, als wenn du die Produkte nachher im Handel einzeln kaufst. Das ist ja meistens auch, also gerade bei Crowdfundings in diesem Bereich ist das ja das Attraktive, das, was die Leute ja wollen. Die wollen ja diese Extras, die es dazu gibt und sowas, die man so im Handel sonst eventuell nicht bekommt oder die vielleicht erst später kommen und sowas. Mhm. Darum geht es den Leuten dabei ja oft. Ja, naja, klar, das ist auch eine Sache. Und natürlich auch so ein bisschen das Happening, ne? Das ist, da passiert was, da ist jeden Tag was Neues, da kann man sich mitfreuen, wenn es gut läuft. Und ja, wenn es schlecht läuft, dann muss man noch was nachkaufen. Damit es wieder besser läuft. Nee, aber du hast ja doch diesen Happening-Charakter. Und wir haben natürlich auch den direkten Draht zur Community. Weil wir dann auch direkt sagen, weil es gibt dann auch Fragen immer wieder zum Crowdfunding, auch zum Inhalt der Bücher. Und dann können wir auch schon mal so kleine Sneak Peek-Previews dann rausbringen. Können schon mal Seiten zeigen, Bilder zeigen, Textausschnitte zeigen. Ja. Alles auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Happening, ne? Event-Charakter. Ja, das stimmt. Man ist froh, dabei zu sein. Und man kann dann ja sagen, ich hab das mitgefundet. Ja, natürlich, ja, genau. Natürlich. Ja. Das Einzige, was wir leider nicht mehr machen können, ist, wir hatten früher immer eine Liste aller Bäcker in den Büchern drinnen gestanden, aber die dürfen wir nicht mehr wegen der Datenschutzverordnung. Dann müssten wir alle Bäcker anschreiben, das können dann bisweilen Hunderte sein, und dann würden sich vielleicht nur die Hälfte melden, und von den anderen Hälfte weiß das nicht, haben sie überhaupt die E-Mail gelesen oder wollten sie wirklich nicht rein. Am Ende machst du es verkehrt. Genau, also machen wir diese Liste seit einigen Jahren nicht mehr rein. Mhm. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Ja, also schön wäre es, wenn da... Sag du. Verzeihung. Schön wäre es, wenn es bei dem Programm schon vorher die Option gäbe, dass man irgendwo ein Häkchen machen kann, wenn man sagt, ja, ist okay, wenn mein Name da drin mit erscheint. So ungefähr, wenn das... Kann sein, dass das... Ja. Es kann aber sein, dass das auch einfach rechtlich nicht geht. Also man muss ja schon ein Häkchen machen, um überhaupt Benachrichtigungen zu bekommen. Also bei Game On ist es so, damit du Benachrichtigungen bekommst, musst du irgendwo ein Häkchen machen. Ich habe das jetzt immer übersehen, das Ding. Ich weiß auch gar nicht, wo der steht, können wir das auch gar nicht sagen. Aber dann gibt es natürlich dann auch Töne und sagen, ich habe nichts bekommen, ich habe keine Informationen bekommen. Ja, was ist denn los? Ja, dann hast du halt das Häkchen nicht gesetzt. Ja. Beim anderen ist es dann da im Spam gelandet. Ja, ist schwierig. Naja. Aber ich sag mal, ansonsten, Crowdfundings ist ja sowieso eine schöne Sache. Allein, wenn man die Bücher als Erster bekommt, das ist ja immer so ein großes Ding, worauf man sich dann freut, dass man als allererster so ein Buch in die Hand halten darf und spielen darf, bevor es irgendjemand anderes tut. Zumindest keiner von denen, die nicht am Crowdfunding teilgenommen haben. Oft kriegst du ja auch schon digital, genau. Bevor das Buch gedruckt wird, kriegst du es ja oft auch schon digital zugesendet. Das heißt, du kannst schon mal reinlesen und kannst schon mal anfangen, wenn du das möchtest. Das ist ja, wir hoffen ja immer, dass man dann natürlich auch, wenn man das digital zugesendet bekommt, dass man auch schon mal reinliest und dann auf iTunes schon mal ein paar Fehler meldet. Das ist überhaupt immer so eine ganz schwierige Sache. Fehlermeldungen sind für uns immens wichtig. Je mehr Leute sich um ein Buch kümmern oder auch dafür brennen, umso mehr Fehlermeldungen bekommen wir auch, wenn wir das an die Bäcker rausgeben. Es ist in der Regel nicht viel, pro Buch vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll. Ja, aber das sind dann die gröbsten Fehler, die dann draußen sind. Du hast immer noch Fehler drin. Also das, gerade bei Erstauflagen hast du immer irgendwelche Fehler drin. Du kriegst gar nicht alle Fehler raus. Da kannst du versuchen, was du willst. Außer wir geben das dreimal ins Korrektorat. Und wenn wir das dreimal ins Korrektorat machen, wird es erstmal ungefähr 2 Jahre dauern, bis es dann rauskommt. Und dann würde das Phänomen eintreten, dass der dritte Korrektor die richtigen Änderungen des ersten Korrektors wieder falsch macht. Habe ich auch schon erlebt. Ich habe auch schon Sachen wirklich mehrfach rausgegeben
weil es hieß, das Buch hätte irgendwelche Mängel oder ja, irgendwelche Kapitel wären schlecht übersetzt. Habe ich rausgegeben und dann kam was zurück von einem Lektor, der wirklich gut war. Und da habe ich gemerkt, ja, aber da hat er wieder Sachen geändert, die ich vorher geändert hatte, die auch schon falsch waren. Also du kannst natürlich nur bis zu einem bestimmten Grund, irgendwann muss das Buch ja auch mal erscheinen. Ja. Und es gibt keine Romane oder auch keine Fachbücher, wo nicht irgendwelche Tippfehler drin sind. Ja, das manchmal auch inhaltliche Fehler, das ist halt einfach so. Ja. Ich sag mal, gerade bei Rollenspiel, solange das nicht so grob ist, dass man es nicht spielen kann, finde ich das jetzt nicht. Ja, nicht spielen können. Also das, was soll denn das sein? Da müsste das ganze komplette Würfelsystem dann ja falsch beschrieben worden sein. Also das spielen kannst du das immer. Ich meine, bei der ersten Version von Fading Suns oder bei einer alten Version von Fading Suns gab es irgendeinen komischen Übersetzungsfehler, der zu Regelproblemen geführt hat. Aber ich habe das Buch irgendwo stehen, ich müsste nachgucken, was da genau falsch war. Aber irgendwie, ich habe irgendwas wurde doppelt. Also die hatten für gewisse Sachen denselben Begriff und dadurch ist das irgendwie durcheinander gekommen. Und das ist auch etwas. Das war halt noch vor der Zeit, wo du im Internet viel. Ja, das ist ein Klausurproblem. Ich meine, ich übersetze ja auch viel, also ich übersetze selbst nicht, also ich kümmere mich um die Übersetzung von vielen Büchern. Also die D&D-Bücher habe ich zum Beispiel alle übersetzt. Alien wird momentan auch übersetzt. Was mache ich noch? Ich bin an noch ein paar anderen Projekten dabei, werde demnächst auch noch ein paar neue Linien mit übernehmen. Ja, du musst da wirklich sehr, sehr sauber sehr, sehr sauber arbeiten. Und wenn du dann so ein Buch durch, gerade so ein Grundregelwerk und dann ein Glossar anlegst, und dieses Glossar hat dann nachher ungefähr 2.500 Begriffe. Ne? Ja. So, und dann verlang mal von irgendeinem Übersetzer oder Lektor oder Korrektor, dass der alle diese Begriffe im Kopf hat. Ja. Ich meine, es gibt Übersetzungsprogramme, die helfen dabei, aber auch da kann es durchaus passieren, dass Dinge, wenn sie einmal falsch eingegeben sind in diesem Übersetzungsprogramm, dass die immer wieder falsch kommen. Ja. Und das einmal nicht aufgepasst und hast dann irgendeinen Begriff drin, der dann im Buch sehr, sehr häufig vorkommt. Ja. Und dann kommt der aufgrund dieses Programms halt immer wieder vor. Und es ist keine einfache Kunst, ich sag's mal so. Deswegen finde ich das gerade, wie du vorhin gesagt hast, fände ich das schön, wenn mehr Leute sich eben daran beteiligen würden. Wenn sie das schon vorher mal geschickt kriegen, dann auch darauf antworten, ist mir was aufgefallen, hier war irgendwas. Weil im Nachhinein drüber beschweren macht halt. Also, ja gut, beschweren kann man sich natürlich immer. Es bringt halt nichts, wenn man keine konstruktive Kritik anbringt. Beschweren kann man sich immer. Man kann sagen, okay, hier, ihr habt auf Seite 2, da in einem zweiten Kapitel habt ihr einen Fehler drin. Ah, okay, dann können wir schon mal nachgucken. Dann weiß ich wenigstens, wo der Fehler ist. Ne? Ja. Noch besser wäre, wenn sagen würde, falsch ist das und richtig wäre es so. Das wäre noch besser. Dann würde ich mir gar nicht viel Mühe machen, würde dann reingehen, guckt mir das mal an, sagen, okay, hat recht, das ist wirklich falsch und dann kann man das ganz schnell ändern. Ja. Womit wir unsere Schwierigkeiten haben, ist, wenn Leute sagen, ach, das Buch ist aber schlecht übersetzt. Oh, das hat eine holprige Sprache. Holprige Sprache ist übrigens auch ein sehr, 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 sehr gern gehörter Kritikpunkt. Ich habe dann öfters mal nachgefragt, ja, dann nimm mir doch mal ein Beispiel. Wo ist denn die Sprache holprig? Ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich weiß bis heute nicht. Ich würde ja drauf eingehen. Ich würde ja sagen, okay, wir gehen nochmal einige Redewendungen durch oder mal gucken, wo das auch ähnlich verfasst worden ist und können das ein bisschen glatt bügeln. Aber wir erfahren es oft nicht. Und das ist also für mich als Redakteur ist es manchmal schon so ein bisschen ärgerlich, wenn du dann so eine Kritik bekommst, ja, das Buch hat so viele Fehler. Könnte ja sein. Ich kann es dann aber auch nicht weder bestätigen noch dementieren. Du kannst ja auch nicht 100-mal neu lesen, nur weil einer sagt, oder weil zwei... Wir müssen es nicht einfach nochmal komplett neu übersetzen. Wir müssten es dann komplett neu übersetzen von einem anderen. Und wir müssten das alte Buch nochmal komplett durchgehen. Das dauert Monate. Ja. Monate, gerade wenn du Satz für Satz durchgehst. Gerade bei dicken Büchern, wenn ich mir allein schon auch jetzt... auch die D&D-Bücher, die sehen gar nicht so dick aus, ne? Aber die haben dünnes Papier. Das sind 3 Millionen Zeichen drin in so einem Buch. 3 Millionen. das ist ein Riesenwälzer. Weil die auch eine kleine Schrift haben. Ja. Ist auch ein Kritikpunkt, den wir oft hören, die Schrift über euch ist zu klein. Ja, wir sagen, ja, das ist richtig.
Nein, die Schrift ist deswegen so klein, weil die deutsche Sprache so lang ist. Aber ich kann die deutsche Sprache ja nicht ändern. Die deutsche Ja, gut. Sprache ist im Schnitt 25% länger als die englische Sprache. Ich glaube, im Vergleich mit den Franzosen liegen wir sogar auf einer Länge. Die Franzosen haben ein bisschen weniger Punkte, dafür haben sie mehr Umlaute und irgendwelche Accents in alle Richtungen. Aber Deutsch ist wirklich eine der Sprachen, die mit am längsten ist. Also müssen wir gucken, dass wir in dem vorgegebenen Raum, wir können ja das Buch nicht einfach hinten länger machen, weil wenn wir das Buch hinten länger machen, dann müssten wir ja auch neue Artwork bestellen. Sonst haben wir ja 5 Seiten ineinander, wo kein einziges Bild drauf ist. Würde dann die Leute sagen, oh, da ist aber viele Bleiwüste, besteht ja nur aus Texten, da gar keine Bilder drin. Also geht auch nicht. Also wir müssen die Schriftart dann verkleinern, in der Regel auf ja von 9 Punkt auf 8 Punkt oder 8,5 manchmal. Je nachdem, wie das Layoutet ist, wenn wir ein Layout haben, wie jetzt zum Beispiel bei Alien, wo viel Platz ist, wo Alien ist schön. super Layout übrigens, sieht Ja. richtig, richtig schick aus, aber da haben wir viel Platz. Da mussten wir zum Beispiel nicht ganz so stark die Schriftgröße kleiner machen, weil einfach genug Platz vorhanden war. Das sieht man dann aber auch. Aber in allermeisten. So, jetzt sind wir aber ein bisschen abgewichen, glaube ich. Ja. Aber es war mal Wir können es ja interessant. nochmal zusammenfassen. Also es wäre einfach schön an die Community gerichtet, wenn ihr Bäcker seid, wenn ihr vorab Material bekommt. Lest es aus Nicht nur bei Büchern, Bäckern. nicht nur bei Bäckern, Nicht bei nur bei allen. Bäckern. Sagen wir Ja. einfach, wenn ihr Material bekommt im Vorab oder auch später und irgendwas zu meckern habt, dann sagt das auch den Leuten. Wendet euch an die Autoren und so weiter, tut denen speziell sagen, wo ist welcher Fehler, und dann können die sich auch darum kümmern. Genau, Ganz aber einfach. es soll ja nicht Gemecker sein. Also wir brauchen ja Ja, diesen Input, das wir brauchen Feedback. ja den Input wirklich. Also wir wollen ja auch unsere Produkte besser machen mit der Zeit oder zumindest, wenn eine zweite Auflage da mal rauskommt, soll das Produkt ja besser sein als bei der ersten Auflage. Ja. Deshalb sind wir ja wirklich schon sehr, sehr dringend auf die Mithilfe angewiesen. Auch wenn Leute sagen, das sind viele Fehler drin, dann ist es auch etwas Wichtiges für uns zu wissen. Nur wenn wir es wirklich dann überarbeiten sollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Input. Es war auch nicht negativ gemeint, also es geht einfach darum, die Leute brauchen das, wie der Mirko schon sagt. Allein schon, jeder kennt es, man nennt das ja so schön diese Firmenblindheit. Wenn man tausendmal dieselbe Sache sieht, man sieht trotzdem den Fehler nicht. So, man braucht einfach die Leute von außen, die dann irgendwie was Neues reinbringen. Also seid ihr gefragt, dass ihr dann da den Autoren helft. Müsstest du ja auch im Grunde jeden Satz oder jede Tabelle oder alle Elemente musstest du ja mit dem Original vergleichen. Das heißt, du müsstest ja nicht nur einfach dein Buch durchlesen, sondern müsstest gleichzeitig auch dasselbe noch daneben liegen haben und auch noch das Original durchlesen. Denn es kommt auch schon mal vor, dass wir in einer Tabelle zum Beispiel mal eine Linie vergessen, eine Zeile auslassen. Das passiert schon mal im Layout, wenn zum Beispiel aufgrund der Schrift im Original hat das Ding eben nur eine Zeile. Und bei uns wegen längerer Schrift hat es dann eben 2 Zeilen. Und wenn man da nicht völlig aufpasst, und du musst wirklich völlig aufpassen, kann das sein, dass unten auch mal eine Zeile rausrutscht. Das ist nicht schön. In der Regel wird es angezeigt. Wir bauen ja in InDesign und InDesign zeigt dir immer an, wenn es Fehler gibt irgendwo. Kann aber rein theoretisch auch mal passieren. Wir haben auch das Problem, auch bei einigen Spielgruppen, dass das Original auch nicht fehlerfrei ist. Das ist ja auch irgendwie sowas. Also es ist ja Ja. nicht so, dass oft musste ich auch Fehler im Original korrigieren. Dann hängt es ein bisschen davon ab, mit welcher Firma du zu tun hast. Es gibt Firmen, die kannst du anschreiben, kannst es aber auch direkt lassen, weil du kriegst eh keine Antwort. Und es gibt Firmen, die kannst du anschreiben, sagen, hier habe ich einen Fehler, und dann kriegst du eine Antwort, ja, mach doch. Das sind die Liebsten. Okay. Ne? Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir Deutsche auch sehr viel akribischer sind als der Rest der Welt. Das Also bei kann uns schon muss sein, ja. alles perfekt sein, da muss alles stimmen, jeder Regel muss stimmen. Gut, klar, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass die Regeln auch stimmen müssen. Aber wir sind ein bisschen perfekter als alle anderen. Wenn ein
stereotype Amerikaner jetzt zum Beispiel irgendwas liest, irgendeine Regel, und er versteht sie nicht, dann spielt er trotzdem. Dann denkt er sich einfach schnell was aus. Ja. Gut, erfordert auch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Improvisationsbereitschaft, sorry. Aber die nehmen das mit den Regeln nicht so ernst. Vielleicht, weil es Amerikaner sind. Ich weiß nicht. Wir Deutsche müssen alles geregelt haben. Da muss alles perfekt stimmen. Das ist manchmal... Ich habe auch bei Hexen tatsächlich auch Fehler entdeckt. Jetzt, nachdem das Spiel wirklich jahrelang auf dem Markt ist, werden immer mal wieder so kleine Kleinigkeiten erkannt. Ich hätte mich auch gefreut, wenn das vorher alles erkannt worden wäre. Aber dann hätte das Spiel 3 Jahre länger in der Entwicklung gebraucht. Und dann wäre das im letzten Jahr rausgekommen. Also das kann es dann natürlich auch nicht sein. Ich freue mich natürlich dann immer, wenn Leute sagen, hier, da ist ein Fehler drin, das müssen wir melden. Und ich kriege das ja normalerweise immer mit, auch viel auf dem Discord-Channel. Da wird auch viel diskutiert über Fehler und über Regeln und deren Auslegung im Spiel. Das sind so Sachen auch, das ist auch ziemlich ein bisschen hexenspezifisch, ist zum Beispiel, wenn man arbeitet ja wirklich sehr eng zusammen und sehr viele Kräfte bauen aufeinander auf. Also sehr viel Interaktion im Spiel. Die Leute müssen sich absprechen. Damit sie wirklich effektiv sind, müssen sie sich absprechen. Also dass jeder für sich so ein bisschen rumwurschtelt und einen Angriff ausführt und zack und fertig und der nächste bitte. Das gibt's bei Hexen so nicht. Da muss ein bisschen mehr geschehen. Und da gibt's natürlich auch viele Kräfte, die nicht so ganz reibungslos miteinander funktionieren. Weil es einfach schon so viele Kräfte gibt, dass du unmöglich alle Kombinationsmöglichkeiten jeweils im Blick haben kannst. Ja. Ja. Es ist dann eben auch schwierig. Aber ja. Gut. Ja. Dann müssen also, dann halt nur kurz, nur kurz als Fazit. Wir brauchen eure Input, damit es besser wird. Genau. Ja. Ich finde das Fazit auch gut. Dann würde ich auch sagen, wir nehmen das Fazit als Break. Dann schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir danken dem Mirko. Und demnächst geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Bis dann. Ciao.